Und weiter geht's. 6-0 haben wir bisher. Play. Ja. Was erwartet man jetzt so bei 6 Siegen für Gegner? Auf jeden Fall Gegner, die nicht so einen schlechten Draft hatten. Also so ein schlechtes Deck. Ich denke mal, die werden da einige Sachen zusammengekriegt haben, die man mit deren Klasse auch gut kombinieren kann. Ja, ich finde es auch interessant, dass man einfach nur eine Karte häufiger ziehen muss, also irgendeine gute Karte. Wenn man zum Beispiel 5 Söldner der Venture Go hat oder 5 Fury Win Access. Ja, das ist merkwürdig, ne? Allein dann hat man schon gute Karten. Oh Mann, ey. Was hältst du von meinem Ausschluss? Ich finde ihn okay. Confirm. Jo. Gegen den Paladin ist der Novice Engineer vielleicht auch ganz gut. Vielleicht sogar der Armani Berserker. Mhm. Und ein bisschen Removal. Jawohl. Bisschen. Und er spielt schon. Novice Engineer. Mit Coin? Ja. Alles klar. Wenn das ein guter Spieler ist, wovon ich bei 6 Siegen mittlerweile von ausgehe, wird er nicht direkt angreifen. Dann wird er den im Stealth-Modus lassen, ja. Ja, okay. Okay. Da habe ich nicht mit gerechnet, aber meinetwegen. Den Zweier. Ja. Den kann ich auch gerne mit einem Messer abwerfen. Ja, das wäre cool. Vielleicht wirft er auch erst mit Messern um sich und dann schmeißt er den da rein. Was? 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 Und läuft die Musik irgendwie nicht mehr, oder? Nee, die ist noch an. Ich höre nur fast nichts. Das kommt, weil wir das ein bisschen leiser gestellt haben. Okay. Damit man das am Mikrofon nicht doppelt hört. Mhm. Oh, vielen Dank. Ja. Sollten wir den Messerwerfer trotzdem wegmachen? Er zieht jedes Mal eine Karte, wenn er angreift. Das wäre zum Beispiel doof. Vielleicht den Messerwerfer angreifen und den Akolyten spielen? Ja. Ja. Dachte auch an Mana Würm und Unping, aber nein, das macht's nicht so. Nee, ne? Dann eher Mana Würm und Arcane Intellect in Combo. Richtig. Jawohl. Combo. Hammer auf Ref. Okay. Ja. Kann er machen. Wir bekommen beide eine Karte für eine andere. Ja, entweder Panda und Ping oder den Mana Würm. Ich glaube, ich würde Panda und Ping. Ja, Karten haben wir genug. Ja, das muss noch nicht. Ganz viel hin und her getradet. Ja. Das sieht interessant aus, aber momentan liegt das mit der Card Advantage bei uns. Die Windmühle. Windmühle? Die Wassermühle. Wassermühle. Ja. Ja, stimmt. Das ist eine Wassermühle. Die schleicht ganz langsam da. Okay. Einfach nur ein dickes Virus, und sagst du? Ja. Könnte man Polymorph. Könnte man. Wir haben noch 2 weitere in den 19 Karten. Also für die dicken Viechern sollte man eigentlich zurechtkommen. Den Einsatzfeuer können wir auch spielen. Stimmt. Was machen wir dem Schaf? Wollen wir das anfressen oder wollen wir es? Wir können es wegmachen, also. Was kann er denn? Ja, einen Schaden verteilen. Höchstens sind deinen Rekruten, aber wir haben einen Code und wir haben unsere Hue-Ability. Ich dachte an Blessing of Kings oder sowas. Das wäre dann eine 5er-Einheit, die dann so ein bisschen reinhauen könnte. Kann ja eigentlich immer machen. Ja, in dem Sinne, hast recht. Aber ja, kannst du auch wegmachen. Challenge Board Control? Ja. Eine Consecration würde den sowieso umbringen, den Panda. Mhm. Deswegen bin ich da eher für. Muss man so ein bisschen passiv spielen, ne? Also ich würde auch gerne den Taunt raushauen nächste Runde. Mit dem kann er nämlich gar nichts anfangen. Das stimmt. Noch ein Hammer. Kotzburg. Aber dieser Hammer, ey. Das ist eine Karte zerstören für eine Karte ziehen. Kodo oder Ping?
Ich würde gerne pingen, aber dann haben wir nicht mehr viel, was wir spielen sollen. Vielleicht den Earthen Ring. Ich wäre für Kodo. Ah, okay. Den taunt nicht, weil er den Schild einfach mit dem 1-1er weghauen kann. Ja. Der Sunwalker zeichnet sich ja durch seine etwas schwächeren Stats. Ja. Natürlich. Natürlich. Durch seine schwächeren Stats und dafür dafür diesen Divine Shield. Das heißt, man braucht mindestens 2 Angriffe, um den wegzukriegen. Genau. Das ist schön. Okay, möglicher Flamestrike, aber wir haben auch ein Frostbolt. Ja, ich wäre einfach nur für Kodo. Kodo auf den, meinetwegen den rechten. Ist eigentlich egal. Ja, eben. Und den dann wieder hochheilen, auf jeden Fall. Mit einem der Fassier. Ja. Und dann können wir am Ende noch pingen. Erstmal jetzt pingen. Durcheinander spielen. Ja. Varietät. Dreht die Mühle jetzt schneller? Das ist eine sehr gute Frage. Ich pflege mal so ein bisschen meinen Obstgarten. Genau. Karotten, Obst. Warte, ist es der fließende Wasserback? Ja. Der ist irgendwie auch momentan relativ häufig, aber es ist ja auch nur Spielkram. Mhm. Deswegen können die ruhig an wichtigeren Dingen arbeiten. Das ist interessant, was er da macht. Wir können noch mit Farseer spielen, aber das wäre nicht so schön. Wir ist einfach mit dem Sunwalker. Wegpingen. Genau. Ja. Den Alpha Wolf können wir auch einfach so wegmachen. Ja. Klingt gut. Ob das ein besserer Taunt wäre? Nein. Die kann er ja so gut wegmachen. Okay. So, und den. Wunderbar. Ja. You got it. Ja, mal gucken, was er damit macht. Er muss den Schild wegkriegen. Und mit dem Vierer-Schwert schafft er es auch noch nicht, die wegzumachen. Ja. Außer er hat einen Captain Greenskin. Okay, er scheint Karten ziehen zu wollen. Hör mal auf, Ref. Der Dritte. Ja, ich hatte auch mal einen Paladin. Der hat keinen einzigen Consecration oder... Ja gut, das Schwert hat er wenigstens, aber... Aha. Interessant. Auch, ja. Den 4-4er wegmachen und ihn hochheilen, ne? Ja. Ja, Moment. Davon Azure Drake oder erstmal Arcane Intellect? Ich glaube, den Azure Drake würde ich noch nicht spielen. Dann den Intellect. Ja. Okay, wir hätten dann, ja, eigentlich ganz gute Karten an sich. Ich wäre trotzdem noch für das. Genau, wegmachen, wieder hochheilen. Und, haben wir noch einen Ping über. Ping oder noch einen Taunt? Ich denke mal, ein Taunt wird reichen, oder nicht? Ja. Ich dachte nur, wenn er so viele Karten hat, bietet sich vielleicht auch noch viele Karten auf dem Feld zu haben. Ja. Okay. Okay. Das kann man machen. Machen wir Rekruten oder was? Vielleicht noch irgendeine Einheit spielen, das wäre schön. Oh ja, dann können wir doch einen Chill Flamestrike raus. Ja. Welcome to Hearthstone. Dazu noch den Dreier. Ja. Ich hab immer Angst, wenn du so spielst. Ach, das Beste zum Schluss. Genau. Justice. Mhm. Den können wir doch polymorphen. Fühlt sich wohl irgendwo auch an, ne? Oh Mann, ist das mies, ey. Wir haben gerade die passenden Karten. Ja. Alles klar. Wir könnten den noch mit dem 2-3er finishen, um ihn zu enragen. Hatte ich auch vor. Und jetzt können wir noch entscheiden. Ich glaube, ich wäre für Ping plus Chillwind. Gut. Dem ist nichts entgegenzusetzen. 6 Karten gegen 3. Ja. Das, was er auf der Hand hat, hatten wir auf dem Feld. Consecration? Jo. Vielleicht hätte man ja... Na, kann man ja nicht wissen. Ja, es wäre das gleiche gewesen. Dann hätte er Consecration plus Angriff. Mhm. Das wäre das gleiche. Ein Blessing of Kings. Ob wir vielleicht noch einen Polymorph ziehen? Ja. Okay, aber wir können noch einen Azure Drake spielen, um darauf zu spekulieren. Ping und Yeti Trade ist ja immer noch möglich. Ja, und er ist nicht in der Lage anzugreifen, deswegen würde ich ihn ins Gesicht.
An sich, also so generell. Ach so, ja, ja. Er ist in die Ecke gedrängt und deswegen muss er traden. Er muss dafür sorgen, dass unser Board leer ist. Deswegen würde ich viel spielen. Ich dachte an den Azure Drake zu beschützen, aber wir haben sowieso nichts mit Zauberschaden. Ja. Gut, spiel den Azure Drake. Jawohl, der Azure Drake wäre direkt weg. Mit 4 Angriff, 4-4. Ja, und so 4-3 ja auch. Ja, okay, stimmt. Sollen wir das vielleicht fireballen? Jetzt bräuchten wir nur noch diesen Fireball. Ach, wir haben ihn ja gezogen. Ach so. Oh Mann, ey. Dann kann man das ja mal machen, ne? Ja. Wir haben auch noch immer einen Antonidas da drin, merke ich gerade. Bestimmt auch noch einen Polymorph. Ja, ein Polymorph noch, ein Antonidas. Und der Polymorph wäre jetzt ganz gut. Ja, der wäre echt schön. Den Fireball haben wir gerade an den Rekruten reingeworfen. Ah. Unser Freund. Mäh. Warte, wir haben noch einen Ping. Ja. Ach, für das Schaf, okay. Verstehe. Das, ich habe den Azure Drake gewählt zum Angriff, weil der dann ja in außer Reichweite von Consecration ist. Kluges Kerlchen. Ja. 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 Aha. Fan-Creeper. Das ist natürlich nicht so geil für uns. Nee. Da werden wir viel reinstecken müssen. Außer natürlich, dass wir Spellbreaken. Und gehen weiter ins Gesicht, oder was? Und spielen den Fünfer. Und haben dann so einen sicheren Sieg auf dem Feld. Ja. Was kriegen wir für passende Karten? Ja. Das kennt man so gar nicht. Ja, ich denke, jetzt sind seine Möglichkeiten begrenzt. Ja, spätestens jetzt. Wir haben 4-4-3er. Du Scheiße. Ui. Haben sie alle noch ein Leben? So ein Spell-Damage wäre jetzt cool für ihn gewesen. Ja, in der Tat. Da. So. Nein. Ui. Glitzer. Ja, Goldkarte. Ach Gott. 7-0. 7-0. Besser als der Rock. Der war 8-0. 8-3 meine ich. 8-3, ja. Also, stimmt. Das sieht super aus. 7-0 sieht glänzend aus. Ja.